Hallo zusammen, heute aus der Werkstatt und im Titel steht: Der Kühlschrank wird zum Mülleimer. Ich habe hier zwei Kühlschränke, den Slim 150, den kaufen wir zu, so. Hier haben wir zum Beispiel aber Kupplungen aufgebaut, weil neu sind sie nicht mit Kupplungen lieferbar. Und dieser Kühlschrank hat unten einen Auszug. Wir sehen hier, das ist der alte Auszug mit so Trenngittern, das sind so Plexiglasplatten und das Ganze ist in Chromstahl. Ja, das war's bis jetzt. Und jetzt haben wir den neuen gekriegt, das ist der hier. Und in der Schweiz gibt es ja den Müllex. Das ist so ein Auszug für den Müll, das ist jetzt neu in Kunststoff. Und das Trenngitter aus dem alten, das passt hier nicht rein, also kaputt machen will ich nicht. Die Gitter sind auch anders, die haben ein anderes Format, weil ich habe natürlich hier auch ein bisschen weniger Platz drin in der Breite. Hier, weil beim anderen hier, da geht diese Trennwand, die geht schon rein, weil der Auszug breiter ist als der neue. Macht einen Zentimeter aus, also diese Trennwand von hier, die kriege ich hier nicht rein. Es ist Kunststoff, ich kann ihn dann schon rausnehmen und auswaschen, aber er ist dicht innen drin. Hier lief natürlich die Soße unten raus, aber es ist so neu und die werden jetzt auch nicht mehr in dem Chromstahl geliefert. Ja, das ist es von diesem Slim 150. Er wird zum Mülleimer, steht im Titel, ist nicht ganz so gemeint, aber wir haben eine Änderung, wir haben ein bisschen weniger Platz, wir haben keinen Chromstahl mehr. Das beim höheren Preis, logischerweise haben wir im August aufgeschlagen. Die Technik ist immer noch R134A, weil wir haben auch in Zukunft, nächstes Jahr 2023, immer noch kein Verbot für diese Anwendung. Für dieses Kältemittel im Haushaltsbereich ist es ja schon seit 2015 verboten. Und wenn wir einen Schwenk machen auf die andere Seite, hier steht ein Kühlschrank, das ist ein Haushaltskühlschrank. Das ist der 2700, er ist aber breiter als der Slim. Und das ist ein haushaltsdesigntes Kühlgerät. Unten Tiefkühler mit Auszügen, dick isoliert, oben nur Kühlschrank. Und dieser WEMO 2700 ist designt wie ein Haushaltsgerät und aus diesem Grund ist zum Beispiel in diesem Gerät das Kältemittel R134A seit 2016 etwa verboten. Ich mache euch hier einen Link über diesen Kühlschrank, hier unten einen Link über den Slim 150, aber noch mit dem Blechauszug. Und ich wünsche euch hiermit einen schönen Tag und hier könnt ihr mir noch ein Abo dalassen.